Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich für euch ein Grundrezept für Cupcakes. Anders als ich euch letztes Mal gezeigt habe, sind Cupcakes keine Muffins. Viele wissen wahrscheinlich nicht, was der Unterschied bei einem Cupcake und einem Muffin ist. Der ganz eindeutige Unterschied ist einfach, der Muffin wächst oben mit einer Haube und Cupcakes sind wirklich eher fluffig und leicht und werden eigentlich ziemlich flach gebacken, sodass man am Ende oben eine schöne Haube aus Sahne, Buttercreme oder was auch immer einem einfällt, oben draufsetzen kann. Das macht das Ganze nämlich sehr mächtig und deswegen sollte der Teig möglichst fluffig sein. Welche Zutaten ihr für den Teig braucht, blende ich euch jetzt hier einfach mal ein. Und dann würde ich sagen, legen wir los und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Als erstes gebt ihr die weiche Butter zusammen mit dem Zucker in eine Schüssel und vermischt alles gut, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Dann kommen nach und nach die Eier dazu und werden gut untergerührt, sodass sich alles gut miteinander verbindet. Nun werden die restlichen trockenen Zutaten dazu gesiebt und ebenfalls untergerührt. Nehmt euch jetzt einen Löffel und gebt den Teig in die Muffinförmchen. Anschließend werden sie dann bei 175 Grad für etwa 20 Minuten gebacken. Nach dem Backen nehmt ihr eure Cupcakes aus der Form und lasst sie auskühlen. Zum Schluss dekoriert ihr sie noch mit einer Cremehaube und fertig sind eure Cupcakes. Das war das Rezept für meine Cupcakes. Ihr seht, auch das ist gar nicht so schwer. Ihr könnt natürlich auch hier unterschiedliche Geschmacksrichtungen herstellen. Im Grunde ist es fast das gleiche wie bei den Muffins auch. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, blende ich euch das hier einfach mal irgendwo ein. Ansonsten steht das Rezept natürlich auch wie immer unten in der Infobox. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr zum Beispiel noch ein Video sehen möchtet mit verschiedenen Cremes und Hauben für Cupcakes, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben und dann würde ich sagen, sehen wir uns zu einem neuen Video ganz bald wieder. Bis dann!